So, heute ist Plattenmontagetag. Das machen wir wieder mit der Leiter. Dazu habe ich mir was Klasses überlegt. Also, wie man das sieht, das ist ein Rucksack. Im Prinzip eine Platte. Zwei Gurte, hinten fixiert. Und diese Art von Konstruktion aufgebaut. Da oben sind zwei Schlitze. Also, vom Prinzip her schnappt man sich die Platte, man hackelt es oben ein. Und geht dann damit rauf. Und um das Ganze anzuheben, braucht man sie einfach nur den Rucksack umschnallen. Und schon hat man die Platte. Das haltet durchs Eigengewicht. Das ist eigentlich eine klasse Sache. So. Jetzt haben wir die Platte im Rücken. Jetzt gehen wir damit aufs Dach. Jetzt die Platte 20 Kilo. Plus der Rucksack wahrscheinlich auch 5 Kilo. Das sind 25 Kilo am Rücken. Ist schon ein schönes Gewicht. Aber es geht. So. Genau, da sind schon 6 Platten gelegt. Drüben die 7. Eine Schnur ist gespannt. Zum Ausrichten. Genau. So, umgreifen, den Rucksack rausziehen und die Platte ist oben. Das ist ganz easy. So. Sieht man gleich, welche Platten ich da verwende. 240 polykristalline PV-Module. Relativ günstig bekommen. Ja. Also die Verkabelung ist im Prinzip fertig. Es braucht nicht mehr angeschlossen werden. Kabelbinder habe ich auch eingesteckt. Also ein bisschen raufbinden. Sie stecken nicht irgendwann im Wasser liegen. Ja. Und das ist dann schon fürs nächste Panel. So, das haben wir eh schon an einer interessanten Stelle. Im Prinzip die Platte bündig zu den anderen. Den kleinen Schrauber mal zum Fixieren und dann schauen, dass unten die Schnur gerade nicht berührt wird. Genau, so weit hochschieben, dass die Schnur noch ganz leicht Luft hat. Das sind sie schön ausgerichtet. Also das Ganze ist so ein Schletterklemmsystem. Das sind ca. 2,1 cm zwischen die Platten. Ja. So, das reicht jetzt noch nicht. Wir haben jetzt einen Drehmomentschlüssel. Jetzt stellen wir so 14 Newtonmeter ein. Halt. Drehen wir es ein bisschen drüber, dann hat es 15 Newtonmeter. Ja, das haltet. So, der interessante Teil ist da der Kamin. Glücklicherweise haben sie den Kamin genauso gesetzt,
dass das sich nun mal ausgeht mit der Platte. Also bin mit dem ganzen Block jetzt 7 cm rüber gefahren, dass genau eine Platte, so, da müssen wir jetzt die Schelle da unten setzen. So, da habe ich solche Schienenverbinder zweckentfremd, dass sie zwei Schienen zusammenhalten. Genau, die habe ich unten gebogen, wieder mit Schrauben ineinander. Also unten werden die Profile an der unteren Kante da aneinander gehackt. Mit diesen zwei Schienenverbinder verbindet es gleich die zwei Schienen nebeneinander auch. Das haltet. Da gehe ich knapp am Kamin vorbei. Da fehlt jetzt ein Haken, ist aber nicht so tragisch, weil ich die äußeren mithalten. Genau, da werde ich sparen. Und da haben sie einen Wechsel gemacht, dass der Kamin, der jetzt eh tot ist, also geheizt wird nicht mehr, baut, ist aber ein, ja, eigentlich für nichts. Aber gut, der steht schon da. Genau, drüben ist schon fertig belegt. Sieht man die schöne Fläche. Also 12 mal 3 Reihen. 36 Module Vollbelegung, echt schön. Es ist super ausgegangen. Zwischen den Modulreihen habe ich jetzt immer 7 cm, weil oben sehr knapp ist und unten auch sehr knapp. Also die Module haben nur 1,64 Höhe. Darum habe ich die, sind die Module so knapp von der Klemmung unten und oben. Also da könnte man locker eine aktuelle Module mit 380 Watt drauf geben. Ja. Kommt vielleicht mal in Zukunft. Hätten wir gleich 10 Kilowatt Peak mehr am Dach. So, jetzt schnappen wir uns das nächste Panel. Vorher bereiten wir noch den Stecker vor, den kriegt ein Schuss Kontaktspray, also das verdrängt einmal die Feuchtigkeit. Und ja, beugt irgendwelche Korrosionen vielleicht vor. So. Rucksack wieder rauf. Genau, da sieht man schön die Kabeleinlässe. Also, es hat super hingehört. Das ganz nördlichste ist das obere, mittel und das ganz südlichste ist das untere Array. Genau, da wieder so eine Box. Lauter Verbinder. So. Ganz ans weiter rücken. Geht's wieder runter. Heute ist noch früh am Morgen. Es ist noch ein bisschen taufeucht. Aber gar nicht so schlimm wegen Rutschen. Sieht man noch taufeucht, aber da sind so viele Schienen montiert. Genau, und die Ebene ist ausgerichtet noch am Anfang. Das ist schön, alles in einer Ebene ist. Da bin ich wieder mit der Schnur vorgegangen. Oben eine Schnur, ausgerichtet die Reihe, unten eine Schnur, ausgerichtet die Reihe. Und dann mit Latten alle Sparren durchgegangen und die Höhe eingestellt. Es ist wichtig, dass zum Schluss eine schöne, satte Fläche ist. So, jetzt werden wir wieder uns einhaken in der Platte. Ja. Also oben liegt sie auf und unten. Ja. Und weiter geht's. So.
besten immer so eine Reihe suchen, dass er da nicht wegrutscht. Aufpassen auf die Stecker. Das Ding abstellen. Die Stecker noch okay sind. Also die Stecker habe ich auf einigen Platten tauschen müssen, weil die entweder zernudelt waren oder auszogen. So ist das halt bei gebrauchten Platten. Für großens ein Bruchteil von 9. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. So. Bevor man die niederlegt, muss man es natürlich gleich verbinden. Und hochbinden. Das geht sehr aus. Locker, ja. Kommen noch 2 cm dazu. Also die nächste Platten ist wieder hoch oben. So, die steigen wir jetzt so hoch rauf, wie es noch geht. Vielleicht ein paar Millimeter Luft. Wichtig ist, dass es doppelwindig ist. Ganz ein schwacher Akkuschrauber. Passt aber genau zum Fixieren. Und er bringt vielleicht 10 Newtonmeter, wenn überhaupt. So. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit der Schnur. Könnte man unten auch durchgehen lassen, ja. Ja, warum nicht? So. Kommt noch der Drehmomentschlüssel in Einsatz. Also da kann man sich ruhig abstützen am Rahmen. In der Mitte eher nicht. Ja. Super. Doch ein bisschen rutschig. Fahren wir weiter. Bereiten wir den nächsten Stecker gleich vor. Also da muss man aufpassen. Bei den anderen, bei den männlichen Stecker, darf man ja nicht den Dichtgummi ansprühen. Weil der geht auf wie ein Teig. Dann kriegt man Stecker nicht mehr zu, weil der O-Ring zu groß ist. So. Gleich die Mittelklemmen vorbereiten. Zack. Zack. Genau, die nächste Platten geht dann wieder drüber raus. Super. Also gehen wir auf der Seite trotz Kamin auch Vollbelegung machen. Also am Anfang vom Ausrichten bin ich so vorgegangen, Platten ungefähr auf die Position positioniert. Oben den gewissen Überstand, was ich ausgerechnet habe, also 3,5 cm, links und rechts angehalten, dann geklemmt außen. Dann die Schnur angespannt und geschaut, dass die Schnur unten genau parallel der Platte läuft. Also dabei die obere Verspannung, die Klemme also angespannt lassen, die untere geöffnet und so lang die Platte verschoben, bis die Schnur unten ganz leicht anlegt. Das gleiche drüben auch.
also entlang der Schnur ausrichten. Dann sind die äußeren Platten im Prinzip parallel rechteckig. Und dann wird alles nach dem ausgerichtet. So, ich drüben gleich gemacht. Hat eigentlich super hingehaut. Genau. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 1, 2. Die dritte Platte endet wieder in diesem String. Genau. Ja. Schnappen wir uns die nächste Platte. Jetzt haben wir einen Rucksack. Das geht gar nicht so auf den Rücken. Eher auf die Schultern. Die werden da irgendwie eingeschnürt von dem Gurt. Ja, also wenn man da jetzt 36 Platten rauf schafft, bewegt man da ca. 700 Kilo rauf. Ja, ich mit meinen 80 Kilo bin da durchaus schwerer. So, dann ganz zur Platte. Links, rechts. Schauen, dass man den Rahmen trifft. Und hopp! Bevor jetzt, gell? Vergiss bitte den Elias nicht. Die Augen ertrocknen. Die Zeitung hat noch nicht getroffen. Ja. Einmal raus. Die Kamera läuft. Ja. Okay, tschüss. Ja, ist schon ein wenig rutschig. So. Rucksack ablegen. Das schon. So. Ich muss ein bisschen so reinstellen. Genau. So. Jetzt sind wir da. Neben dem Kamin. So, Kabelbinder. So, das ist die Verbindung zur letzten Platte. Die machen wir da gleich fest. Und dann die da. Ein bisschen. Genau, das ist die Dichtung. Die geht sofort auf. Muss man aufpassen. Das geht der Stecker nicht zu. So, da haben wir jetzt keine direkte Schneenase. Wenn wir jetzt da einfach dazu binden. Passt. So, perfekt. Einzige Platte, die runter versetzt ist. Das hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. So, muss man jetzt ausrichten. Nach der Schnur. Aha. Da haben wir jetzt ein bisschen. Das sind wir nicht ganz parallel. Gucken.
wird schon passen. Genau, manchmal bleibt der Millimeter Spalt. Aber die haben eh relativ breite Klemmfläche. So. Immer am Rahmen greifen, wenn geht. So. Schauen wir nochmal. Ja. Passt, da steht der fast an drüben. Drüben da nicht ganz, aber ist egal, der Millimeter. So, haben wir noch richtig eingestellt. Ja. Jawohl. So, und dann geht's wieder weiter mit den nächsten Mittelklemmen. Das ist echt ein ganz klasse System. Ist ja jeder Hersteller gleich wahrscheinlich. Wenn die Schienen montiert sind, dann ist es ein Kinderspiel, das Ganze zu montieren. Ja, perfekt. Genau, was ich da noch habe, diese Distanzstücke da zur nächsten Reihe. Also die nächste Reihe ist dann wieder in der Flucht. Ist nur die eine Platte ein bisschen runter versetzt. Perfekt. Ja, und so geht es dann dahin. Zum Schluss muss man ein bisschen trickreich mit der Leiter agieren, dass man da wieder runterkommt vom Dach. Aber nachdem ich außen so viel überstehen habe bei mir, ist ganz leicht, da kann man außen heraufgehen und ja. Und da übers Dach rübergehen, dann außen runtergehen. Das geht relativ gut. Immer schauen, dass die Klemmen fest sind und alle Stecker angesteckt sind. Das sieht man dann nachher eh, wenn man einen Laderegler in Betrieb nimmt, ob die Leistung passt von den einzelnen Strings oder Arrays. Genau, so schaut es da aus.